Alter, sowieso so ein verdammtes Schrottauto, das richtig verflucht ist. Aber ihr wisst gar nicht, wie das brennt, ne? Wenn so ein Airbag aufplatzt, oh mein Gott. Alter Falter. Erstmal habe ich gar nichts gespürt. Ich denke mir so, boah, was passiert? Von links kommt irgendwas. Guck mal, der lacht. Der war am Pennen. Der arme Walla. Der hat sich richtig erschrocken. Tekelebach, ja, Tekelebach. Das ist, weil diese scheiß Reifen so alt sind, Mann. Meinst du aber, der fährt noch irgendwas da mit der Lenkung? Wurde jetzt gar nicht mehr gelenkt, Alter. Guck mal gleich, machen wir schon. Zum Glück haben wir den Mechaniker hier, ja? Ja, Freunde, es ist jetzt früh am Morgen, keine Ahnung, 9, 10 Uhr oder so. Wir fahren gerade nach Messe, also wir sind immer noch auf dem Weg. Wir müssen in der nächsten Stunde dort ankommen. Wir sind auf jeden Fall von unserer Moral her noch betroffen. Von der vorherigen Sache. Wir fahren gerade mit dem Ersatzreifen. Wir müssen auf jeden Fall da irgendwo in der Werkstatt den Wagen abchecken lassen. Ich werde euch auf jeden Fall noch später mehr dazu erzählen, aber ich muss erstmal ankommen und erstmal klarkommen. Jo, was geht ab, Freunde? Ich befinde mich gerade hier in Madison in der Wohnung von meiner Tante. Ja, ihr habt jetzt gerade eben dieses Video gesehen vom Unfallort. Da war ich noch voll unter Schock und wusste gar nicht, was abgeht. Und ich erkläre euch jetzt einfach mal komplett von, also wirklich alles von Anfang an. Das war so, wir haben uns ein Auto in Kayseri gemietet, weil es war wirklich so, wir haben in Kayseri so lange gesucht, es gab einfach kein Auto mehr, kein freies Auto, weil wirklich, das war jetzt die Saison und jeder wollte ein Auto und jeder hat sich ein Auto gemietet und war schwierig eins zu finden und die Leute waren dann, also die sind so schlau, die wissen ganz genau, die Leute wollen ein Auto und es gibt keine Autos mehr. Wir jagen die Preise voll in die Höhe. Wir haben dann so ein Schrottauto gefunden. Die wollen von uns umgerechnet 38 Euro oder so. Das sind 150 Teller. Das ist zu den Verhältnissen viel, vor allem für so ein Auto. Das müsste man für die Hälfte bekommen. Haben wir gesagt, egal, komm, scheiß drauf. Wir wollten heute Abend nach Madison fahren. Das war der Mittwoch, glaube ich. Heute haben wir Freitag. Auf jeden Fall haben wir uns das Auto gemietet für 5 Tage. Wir fahren abends los und wir haben zu dem Mann noch gesagt, bitte gib uns kein Auto, was Probleme macht. Wir wollen einfach nur hin und zurück fahren. Der Mann sagt noch zu uns, richtig frech, glaub mir, ihr werdet ruhig hinfahren, ruhig zurück und ihr werdet euch noch bei mir bedanken. Ihr werdet sagen, Dankeschön für dieses Auto, so und so und so. Haben gesagt, alles klar. Sind wir losgefahren abends, fällt uns das erste auf, die Lichter funktionieren nicht. Das Stadtlicht funktioniert, aber das Ablettlicht hat einfach nicht funktioniert. Hat der Mehrt, da ist der Mechaniker vorne ein bisschen geguckt, aha, Kabel locker, dies und das, da stimmt irgendwas nicht. Wir sind dann mit Fernlicht gefahren, wir rufen den Typen noch an, ja hallo, was soll das hier, Licht funktioniert nicht. Wir haben doch gesagt, wir fahren abends eine lange Strecke, 400 Kilometer. Der so, ja, fahrt mit Fernlicht. So, willst du uns verarschen, Alter, wir fahren mit Fernlicht. Und wir hatten keine andere Wahl mehr, okay, wir fahren mit Fernlicht. Und das war auf jeden Fall gefährlich, immer wieder Fernlicht aus, an, wenn ein Auto kam und so weiter. Und dann fahren wir auf der Autobahn, wir fahren über 100, das Lenkrad fängt an so zu wackeln, weil Mehrt meinte, irgendwie unten die Traktgelenke und so, die sind am Arsch. Da hat er gesagt, kann fahren nicht über 100, fahr höchstens 100. Das hat mich abgefuckt, weil wir eine lange Strecke vor uns haben und wir konnten nicht Gas geben. So, Mehrt ist dann losgefahren, die erste 1,5 Stunden. Ich war da so okay am Liegen, habe versucht zu schlafen, ging nicht richtig, weil wir sind um 3.30 Uhr losgefahren in der Nacht. Keine Ahnung, warum so spät. Irgendwann hat er gesagt, ich kann nicht mehr fahren, du musst jetzt fahren. So, habe ich gesagt, okay, haben wir getauscht. Dann bin ich so eine Stunde gefahren, ich habe gemerkt, meine Augen, das war so gegen 6 Uhr oder so, ich weiß nicht, meine Augen tun richtig weh. Ich bin so ein Blinzeln die ganze Zeit, ich habe ja sowieso Augenprobleme, weil viele haben mich ja immer gefragt, warum zuckst du mit deinen Augen? Ich habe, also meine Augen, die werden immer trocken. Ich habe Augentropfen, ich muss die nehmen, aber das hilft nicht viel, ich war schon oft beim Arzt. Und auf jeden Fall habe ich die auch in der Türkei vergessen, diese Augentropfen. Aber ist auch egal, abends, wenn die wehen tun, heißt das, dass ich zum Schlafen gehe, meine Augen zu machen. Und dann auf der Strecke, ihr seht nur noch einen so, boah, meine Augen tun richtig weh. Und dann habe ich mal Fenster aufgemacht, Luft genommen und so weiter. Irgendwann habe ich mir meinen Gedanken gesagt, Karl, du fährst jetzt rechts ran. Ich schwöre es euch,
unnormal genau so war es, du fährst jetzt nach diesem Tunnel rechts ran. Und das war, an einem Tunnel waren wir und dieser Tunnel wollte einfach nicht mehr aufhören. Das habe ich auch meiner Tante erzählt, die so, ja, der Tunnel ist übertrieben lang, das fuckt einen ab, weil das Problem ist, dieser Tunnel, du konntest rechts nicht ranfahren. Da waren Autos und so, LKW und so, die vorbeigefahren sind. Und meine Augen, ich merke die ganze Zeit, mein Kopf fällt voll nach hinten immer so, weißt du? Ich habe kurz die Augen zugemacht und immer nach dieser Schockmoment so nach hinten gefallen, boah, ich hatte voll Panik, so, ey, Karl, du musst gleich rechts ranfahren. Irgendwann, meine Augen gehen zu. Meine Augen sind zu, ich höre nur noch ein richtig lautes Knallen. Bumm. Ich werde wach, voller Schock. Der Matt wird wach. Und das Ding ist, ich war so unter Schock. Ich habe das Lenkrad festgehalten. Ich hab so den Matt. Was habe ich gesagt, Matt? Was habe ich schon mal gesagt? Was hast du gesagt? Was habe ich gesagt? Matt, ich kann nicht mehr lenken, hast du gesagt. Matt, ich kann nicht mehr lenken. Ich kann nicht mehr lenken und so weiter. Der Matt hat ein bisschen mehr Erfahrung da drin. Der ist auf jeden Fall ruhig geblieben. Hat mit seiner Hand von unten das Lenkrad festgehalten, leicht nach rechts geschoben, also weil wir langsam zur Ausfahrt vom Tunnel kamen, hat die Hälfte, die Handbremse zur Hälfte angezogen, das Auto wurde langsam gestoppt, ich habe zum Schluss nur noch gemerkt, dass der fünfte Gang drin war und der Wagen langsam absäuft, habe ich die Kupplung gedrückt, Kupplung raus, das habe ich nur noch gekonnt. Wir bleiben stehen, hier meine Schulter, die hat richtig gebrannt, die hat richtig wehgetan, warum, der Airbag ist geplatzt. Ich bin ausgestiegen, voll unter Schock. Ich so, ey, Mert, scheiße, sorry, was habe ich gemacht? Tut mir leid, Mann, nein, nein, warum ist uns das passiert? Ich dachte erstmal komplett, die linke Seite wäre komplett demoliert und so weiter. Bin ich ausgestiegen, haben wir geguckt. Vorne nur das Rad war betroffen, komplett haschert, also demoliert. Auf jeden Fall habe ich mich ganz gefragt, was war das für ein Knall? Das kann doch nicht gewesen sein. Das Problem war, das war dieser Airbag, der so laut war, weil... Der Mert, der hat es ja gesagt, der hat mir erklärt, wie das System abläuft, ich habe davon gar keine Ahnung. Der Airbag, der hat, also jedes Auto hat Sprengstoff drin und wenn der Airbag ausgelöst wird, platzt dieser Sprengstoff und das befördert Luft in den Airbag. Und halt dieser Sprengstoff halt, der ausgelöst wurde, dadurch habe ich so einen Druck abbekommen und dadurch entstanden diese Verbrennungen. Und ja, das hat erstmal die ganze Zeit voll gezogen, ich kam darauf nicht klar, das war richtig rot. Noch ein Mann ist hinter uns stehen geblieben, der hat uns geholfen, ja Jungs, bleibt ruhig, so und so und so, was passiert? Hatten wir hinten ein Reserverad drauf, haben wir gewechselt, sind wir weitergefahren. Und dann sind wir hier im Märchen irgendwo angekommen, da haben wir komplett den ersten Tag damit verbracht, das Auto zu machen. Wir mussten Reifen besorgen, auf die Felge draufziehen, danach haben wir neue Lichter vorne dran gemacht, damit sie auch was sehen können. Danach auf jeden Fall haben wir den zweiten Tag im Märchen genossen, Auto war fertig, kompletten Tag haben wir wirklich fürs Auto vergeudet. Sind wir morgens zum Strand gegangen und so weiter. Wollten wir heute Abend, also gestern Abend, um 10 Uhr losfahren, zurück nach Kayseri. Wollten das Auto einfach nur noch schnellstmöglich abgeben. Auf einmal, wir haben gesagt, komm, der Mert wollte das Auto nochmal von unten kontrollieren, um kurz vor 10, also so gegen 7 Uhr. Der guckt unten komplett Schrott. Der hat schon gemerkt, Unfallauto, alles Schrott, hier Lenkung, dies, das, alles am Arsch. Der Wagen wird abgelassen, wir wollen den starten, geht nicht mehr an. Plötzlich Anlasser kaputt. Dann hat der Mann gesagt, ich repariere euch das, aber ihr müsst bis morgen früh warten. Wieder einen Tag vergeudet. Jetzt haben wir Freitag, 11 Uhr mittags, 11 Uhr morgens mittags, keine Ahnung. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich zu der Werkstatt hingehen. Der Wagen ist so gut wie fertig. Werden wir den Wagen nehmen, nach Kayseri fahren. So, jetzt aber erstmal. Natürlich war das mein Fehler. Ich bin eingeschlafen und bin dadurch habe ich die Kontrolle verloren und ist dieser Unfall entstanden. So, aber erstmal aus meiner Erfahrung, was ich euch sagen kann, wenn ihr merkt, ihr werdet müde, ihr könnt nicht mehr, fahrt sofort rechts ran. Knallt Wasser gegen euer Gesicht, wenn ihr so müde seid, ruht euch aus, pennt, scheiß auf die paar Stunden, die ihr dann dadurch vergeudet und die Zeit verliert, aber geht niemals nur ein Risiko ein und fahrt weiter, genau wie ich, weil ihr habt gesehen, was passiert, ich kenne richtig viele, denen das passiert ist, fahrt rechts ran, wenn ihr sagt, ich will weiterfahren, macht kurz eine Pause, wascht euer Gesicht mit kaltem Wasser, trinkt Wasser, macht ein paar Dehnübungen und so weiter, weil das wird helfen. Aber fahrt auf gar keinen Fall stur weiter, so wie ich. Ich habe jedes Mal gesagt, ich schaffe noch ein bisschen und dann wollte ich wirklich rechts ranfahren, ging aber nicht, kam ein Tunnel und dann ist halt passiert. So, das ist halt das, was ich euch mitgeben kann auf eurem Weg. Ich hoffe, ihr lernt aus meiner Erfahrung, dass ihr denselben Fehler nicht wie ich macht. Und was ich aber noch so sagen möchte ist, also was wir gedacht haben, der Unfall wäre niemals passiert, wenn diese ganzen Teile nicht, also wir haben die alle zusammengefügt, diese Teile, was Schrott war und das hat dazu gefügt, dass wir sagen könnten, dass das Auto ein Teil mit beigetragen hat, dass wir einen Unfall hatten, weil
erstmal die Lenkung, würde die Lenkung nicht nach links, rechts ziehen und würde das Lenkrad nicht so sehr wackeln. Wenn wir über 100 fahren würden, könnten wir locker geschmeidig vielleicht 160, 180 fahren, wenn wir schon früher da am Netz sind. Weil wir hatten, glaube ich, auch eine Stunde Fahrt und wir waren zu Hause. Würden wir nicht die ganze Zeit 100 fahren, würden wir schneller fahren, dann wären wir doch früher da. So, das wäre Nummer 1. Nummer 2, wir mussten jedes Mal abbremsen, vorsichtig sein wegen den Lichtern. Wir mussten immer wieder Fernlicht ausschalten wegen den gegenüberliegenden Autos und so weiter. Das hat wieder dazu beigetragen, dass wir viel Zeit verloren haben. Und was noch? Was gab es noch? Halt diese beiden Sachen. Und ach ja, das Schlimmste, der Wagen hat ja nach links gezogen. Und im Tunnel bin ich ja links gegen den Bürgersteig geknallt. Dadurch ist ja mein Rad geplatzt. Und vielleicht könnte ich ja noch, hätten wir ein normales, vernünftiges Auto, könnte ich ja noch wach werden. Kurz dieser Schockmoment und könnte das Lenkrad packen und wäre noch weiter gefahren. Aber nein, da das Auto so Schrott war, hat es ja automatisch nach links gezogen und dadurch ist der Unfall entstanden. Daher führt das alles halt dazu, dass auch der Wagen schuld war und nicht nur ich. Daher hatten wir auch wirklich so eine Wut. Wir wollten diesen Typen, wir wollten schon fast behindert hauen, regelrecht. Wir haben hier mit einem Typen aus der Werkstatt gesprochen. Der hat gesagt, pass mal auf, ich habe ja hier alles mitgesehen und so. Ihr seid nicht schuld, der Wagen geht nicht an. Das ist eine Abzockerfirma, gibt es viele hier in der Türkei. Ich habe einen Polizeikommissar in Kayseri, geht dahin, der wird euch helfen, der wird die Sache ganz schnell regeln. So, wir werden erstmal alleine dahin gehen, das versuchen zu regeln, weil hätten wir keinen, da würde sofort Stress entstehen. Wir würden uns prügeln. Aber wenn das passiert, die Typen sind wirklich so, wenn wir die fertig machen, entweder die kommen mit Waffen auf uns später und wir verlieren oder die Polizei kommt und wir kommen in den Knast. So, wenn wir in den Knast kommen, was passiert dann? Nach 2 Tagen verpassen wir unser Flugticket. Das können wir nicht eingehen. Der muss arbeiten. Wir haben viel Geld bezahlt und ja, deshalb werden wir heute jetzt also gleich losfahren, das Auto sofort abgeben, gib uns für unsere restlichen 3 Tage unser Geld, hier die Reparaturkosten, da gibt es unser Geld, wenn er das nicht gibt, holen wir halt diesen Kommissar, regeln wir das mit anderen Leuten und ja, was soll ich nur sagen, dieser Unfall hat auf jeden Fall unseren Urlaub gefickt, unseren Kurztrip. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt, trotzdem, wir haben versucht das Beste daraus zu machen, wir haben den letzten Tag im Essen genossen, waren am Strand und so weiter. Ich hoffe, wir werden wieder heil ankommen gleich. Wir werden noch die letzten 2 Tage in Kayseri verbringen können, ohne Stress. Wir werden dieses scheiß Auto abgeben, fahren dann hin und her mit Taxi, das juckt auch keinen mehr. Und ja, ich hoffe, ihr habt aus dieser Erfahrung lernen können und könnt demnächst besser handeln, wenn ihr in solch einer Situation seid. Und ja, das war's auch von mir, Leute. Ein Vlog wird natürlich noch kommen. Das war nur ein kurzes Video. Ich weiß gar nicht, wie kurz es ist, ob es lang ist. Aber das war halt mal nur ein Video, wo ich kurz euch Einblick verschaffen konnte, was so passiert ist und wie ich gerade im Moment bin, also in einem Zustand. Weil ich habe auf Snapchat und Instagram diese Bilder gepostet, hier von meiner Verbrennung, vom Unfall. Und viele haben mich gefragt, was ist passiert. Ich habe gesagt, ich mache darüber ein Video, damit ich euch das allen erklären kann. Weil ich kann jetzt nicht jedem antworten und sagen, so und so und so, das passiert. Und ja, das war's von mir, Leute. Ich versuche die letzten Tage hier noch zu genießen. Wahrscheinlich Sonntag. Ich hoffe, es wird der Vlog erscheinen. Ansonsten Montag. Ich werde Gas geben, ihn schnell bearbeiten. Und ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.